Ich finde es schlecht. Ich bin dagegen. Sowas kann man hier nicht brauchen. Garantiert nicht. Schrecklich. Das wäre nicht gut für uns hier. Für die Geschäftsleute, auch für die Anwohner, wäre gar nicht gut. Also das würde mir nicht gefallen, ob ich die deshalb nicht wegziehen. Und ich hoffe, dass es da mehrere Personen gibt, die das auch nicht mögen. Und da gibt es ganz bestimmt jede Menge. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen erschrocken. Also erfreut bin ich nicht. Ich finde das nicht richtig, dass die da gegen Ausländer oder irgendwie, dass die Leute sozusagen anders anschauen. Also das muss nicht sein. Davon halte ich nicht sehr viel, weil sowas brauchen wir nicht hier. Ausländerfeindlichkeit finde ich sowieso nicht in Ordnung. Das also ist uns gar nicht recht. Ich finde, das ist sehr schlimm. Ich denke, in Langwasser wohnen viele, viele verschiedene Leute. Und darum, das ist sehr interessant und warum dieses Zentrum von Nazi da. Ja, das ist viele, viele Ausländer, viele deutsche Leute und sie lebt alle zusammen und passt. Ich finde das sehr schlecht. Die Nazis haben so viel Unheil angerichtet in Europa, in der ganzen Welt, dass es der kleinste Versuch, dass sie wieder hochkommen, im Keim erstickt werden muss. Langwasser Nord hier bei uns ist schon bedenklich. Also ich habe mich schon gefragt, was das sein soll, was sie wohl hier in der Sache bewegen wollen, wie es dann in Zukunft wird, ob es dann sich etwas verändert. Irgendjemand aus dem 15. Stock circa hat 600-700 kleine Zettelchen wie Visitenkarte, da war drauf gestanden, Deutschland in Deutschen, so auf die Art und Weise, auf die ganze Passage runter, aus dem Fenster rausgeschmissen. Ich glaube, das war vor 10 Tagen ungefähr, da hat es hier weiße Schnipsel geregnet vom Hochhaus, haben da Leute da so kleine Zettel verteilt oder untergeschmissen und da stand drauf, ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, Deutschland in Deutschen oder so. Also stand nicht viel drauf, ein paar Zeilen. Gab es da irgendwie Reaktionen? Der Hausmeister hat geschimpft, weil der hat das alles zusammenkehren müssen. Und dann, wir haben schon geschimpft, dass das eine Frechheit ist, das alles ist so. Das ist eine einzige, was ich habe gesehen. Das war letzte Woche. Jemand hat geschmissen von Obergeschoss oder ich weiß es nicht wo, viele verschiedene kleine Papierchen, wo war was Nürnberg nur für Deutsche. Ja, das war überall ist geflogen, war überall schmutzige, viele Leute und ausländische, deutsche Leute ist geschimpft. Ja, und war alle unzufrieden. Ich denke mal, da ist mal der Gesetzgeber gefragt. Ja? Denn wenn es eine Organisation ist, die nicht dem demokratischen Grundsatz entspricht, dann wird man dagegen vorgehen müssen. Durch die Polizei oder was auch immer, keine Frage. Durch zivilgesellschaftliches Engagement vielleicht? Demonstrationen und sonst was kann man durchaus ins Auge fassen, ja. Weil ich sage, so ein Zeug brauchen wir nicht hier. Ich bin im Verwaltungsbeirat hier in der Anlage und wir hatten am 30., also am Montag, Versammlung und da ist das zur Sprache gekommen und dort hat man einhellig gesagt, unmöglich hier bei uns in der Anlage sowas zu dulden. Und man wird den Vermieter, dem ja diese Räumlichkeiten gehören, dem wird man auf die Füße treten, dass das geändert wird. Ja, man hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet und hat versucht, über rechtliche Schritte das zu regeln. Aber wir vermuten, dass es nicht ganz einfach sein wird. Wenn die sich, ich sage in Anführungszeichen, einigermaßen anständig verhalten, dann wird es schwer werden, da rechtliche Schritte schnell zu unternehmen. Glauben Sie, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, den Nazis zu zeigen, dass sie hier in Langwasser bzw. in der Anlage unerwünscht sind? Ja gut, die gibt es natürlich. Man müsste dann mit Plakaten oder dergleichen, nur ich fürchte, dass das die Leute nicht beeindruckt. Man müsste geschlossen auftreten, man müsste natürlich zeigen, dass sie hier nicht gewollt sind oder dass sie auf diese Art und Weise nicht gewollt sind. Ja, das denke ich schon, dass man da mit Bürgern irgendwie vielleicht mit einer Gegendemonstration oder einfach mal dass diese Art Organisationen oder Politik eigentlich nicht erwünscht ist. Das müsste man deutlich wie möglich zur Schau bringen, ja.